So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal, was hoffentlich auch mal wieder ein bisschen länger gehen wird. Nämlich Fishing Barrel Sea. Das Spiel ist natürlich schon ein bisschen länger draußen, aber ich habe irgendwie Lust drauf gerade, weil ich das so auf YouTube gesehen habe, mal dachte ich, komm, wir probieren es auch mal aus. Wir lassen den Sound mal so. Musik mache ich mal aus, ich weiß ja nie. Kann man ja so nie wissen. Machen wir eine neue Karriere. Wir wissen natürlich, wie wir heißen. Nee, nicht so. Genau so. Ja, natürlich. Mit Tutorial beginnen und beginnen. Wir laden. Tipp, hole dein. Oh, scheiße. Willkommen zur Barentssee. Du beginnst deine Karriere mit einem kleinen, schwerfälligen, aber robusten Holzkutterfisch, den du von deinem Großvater geerbt hast. Okay. Die Grafik sieht ja schon mal ganz in Ordnung aus. Vor allem das Wasser. Aufgrund dieser bescheidenen Anfänge wird dein Weg zu einem der legendären Seefahrer der Barentssee lang und mühevoll sein. Aber lass dich von diesen Träumen über Ruhm und Reichtum noch nicht zu sehr ablenken, okay? Fangen wir erstmal mit den Grundlagen an, okay? Mit W, S, D, ja. Okay. Läuft ja schon mal ganz gut, obwohl auch jetzt. Also, ich spiele jetzt gerade in 4K, also nicht wundern, wenn es ein bisschen leckt. Was ist schon mal das Land? Weiß ich jetzt nicht. Na, egal. Oh, also. V. Hier ist die Tiefe D. Okay. Alles klar. Boah, sieht das geil aus. Okay. Hey, und jetzt? Eine? Ah. Alles klar, dann fangen wir mal an. Dahinter. Ich versuch's immer mit der Boje hier. Ja. Um die Langleine einzuholen, musst du das Boot so ausgerichtet sein, also dass beide Bojen von der Boot liegen, zumindest. Okay, ihr könnt das ja selber lesen. Ich habe jetzt keine Lust, das alles immer vorzulesen. Ich lese es mal einmal so für mich. Alles klar. Ja, ich möchte es einholen. Okay. Okay, das kriegen wir wohl hin. Alles klar. Minispielchen haben wir dann hier auch noch. Mal gucken, ob wir zum guten Fischer werden.
einfach nur gut, der war immerhin. Scheiße. Egal. Immerhin etwas Verwirrung schafft. Okay. Einen Fisch ausnehmen. Oh weia. Okay. Blau, bestes Ergebnis, grün, mittleres, ja. Rot, Okay. Verzweiten. Also rot, schlechtes Ergebnis. Wo ist sie denn? Weil das in den Königskrabben wird immer richtig geil. So, alles animiert, das wäre richtig geil. Ich weiß nicht, ob mein Monitor gerade 4K geschafft ist, das sind so Pixel nicht gerade. Fische 12. Bam, schön immer reinstecken hier in die Viecher. Immer schön in die Viecher reinstecken. Scheiße, das hab ich. Was? Mist, das hab ich gerade nicht auf dem Monitor geguckt. Immerhin schon etwas.
Okay. Schnellreise. Ja gut, das wissen was ich alles schon von YouTube. Yay! Ja, und jetzt? Wollen wir hier anlegen? Scannbar. Wo soll ich denn hier überhaupt hin? Ah. Immerhin 4000. Nein, ich Tutorial mache ich mal nicht mehr. Ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen und dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Tschüss, Sikorski.